Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und seid natürlich herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um ein manuelles Pflanzgerät. Das kam auch im Mod-Hub heraus und ich möchte euch das gerne mal genauer zeigen. Der Mod kam von dem Autor Erik Isa und Acromods, findet ihr unter der Kategorie Einzelkorn-Sämaschine, und der Mod hat ca. 0,7 MB in der Version 1.000 und ist aktuell für alle Plattformen verfügbar. Für die folgende Frucht bzw. für die folgende Sämaschine können folgende Früchte im Prinzip gesät werden. Einmal ist das Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen, Zuckerrüben und Baumwolle. Und die Leistung beträgt 1 PS und hat ungefähr 200 Euro. Kapazität ca. 100 Liter. Ihr findet den Mod immer unter Mods und DLCs und hier seht ihr auch 1 PS automatisch, 100 Liter, 100 Liter Sprit, warum auch immer so viel, okay. 10 km/h braucht 1 PS, 100 Liter kann das fassen an Saatgut, wiegt 150 Kilo, braucht 2 Slots aktuell mit einer Arbeitsbreite von 0,5 Metern. Und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 8 km/h kann gefüllt werden mit Saatgut und kann gesät werden Mais, Sonnenblumen, Soja, Zuckerrüben und Baumwolle. Wir haben ja aktuell hier schon die Sachen halt vorgelesen im Shop, ne? Könnt ihr halt auch so kaufen, wird halt auch auf der Palette gespawnt, ne? Und wer halt nochmal klein beginnen will, kann sich das gerne mal so anschauen. Wie gesagt, ihr müsst einfach hier einsteigen. Ihr könnt aber auch im Prinzip das Objekt aufheben hier und transportieren, wie ihr es wollt. Also entweder aufheben mit Kreis oder werfen mit Viereck. Ja. Ihr könnt aber auch wenn ihr aus dem Fahrzeug ausgestiegen seid, den linken Stick drücken. So kommt ihr aktuell in das Gerät rein. Ja. Müsst ihr natürlich den Motor starten. Mit R1 und Viereck und mit N1 und Kreis können wir das Ding senken und L1 und Viereck können wir anschalten. Mit L1 und Dreieck können wir die Saat wählen, wie zum Beispiel hier Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen, Zuckerrüben oder Baumwolle. Und dann können wir hier noch mit L1 und R1 den Tempomaten aktivieren. Oder halt auch den Tempomaten-Level ändern. Genau, wir haben aktuell auch hier mal so ein Saatgut-Ding hingestellt. Und müssen Gas geben, wie genau wie man das bei einem Traktor macht. Mit den Schultertasten R2 und L2. Also R2 für vorwärts. Könnt ihr auch so außerhalb gehen, wenn ihr das wollt. Ne? Außenansicht. Oder L2 für rückwärts zum Beispiel. Können wir auch zum Beispiel hier ins Daneben gehen. Und zack, haben wir das Ding befüllt. Dann wollen wir das natürlich noch auf einem Feld noch testen. Ne? Hier sind wir schon auf einem Feld. Wie gesagt, dann setzen wir das einfach ab. Wir haben auch oben die Anzeige, wie bei einem normalen Traktor. Ne? L1 und Kreis fürs Absenken. Und L1 und Viereck fürs Anschalten. Aktuell kann man hier Mais drauf machen. Zum Beispiel. Hat jetzt dieselbe Struktur, wie wenn man jetzt Zuckerrüben machen will. Und kann noch Helfermenü öffnen und kann im Prinzip auch so laufen damit. Das ist jetzt im Prinzip so eine Malspur. Sieht aus wie Kartoffeln. Ja. Können wir aber auch im Prinzip mal ändern. Wenn das Gerät ausschalten. Können wir zum Beispiel Zuckerrüben mal wählen. Können wir die Zuckerrüben ansehen. Da sieht es genauso aus im Prinzip. Und da machen wir auch so Forschen hier damit und können gemütlich mit dem Ding hier ansehen. Ist auch schon mal was Feines, auch interessant gemacht, ne? Und irgendwie mal so ein kleines Gimmick dazwischendurch, ne? Hat schon was, aber wie gesagt, auch interessant wieder, ne? Auch wieder ein schöner Mod hier dabei und ist auf jeden Fall was Schönes. Wie gesagt, könnt ihr aktuell Sonnenblumen, Sojabohnen, Zuckerrüben und Baumwolle machen und Mais natürlich. Sonst könnt ihr nichts damit ansehen. Genau, dann würde ich sagen,
Falls ihr denn noch Fragen habt, Anmerkungen oder gerne mehr, schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare rein. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, natürlich könnt ihr den Kanal sehr gerne kostenlos abonnieren. Und natürlich vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.